die Blockade durchbrechen. Der letzte Tempel dürfte hier unten sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der Knochentempel war. Ich weiß nur, dass die Karte episch ist. Wir werden Darius wiedersehen, der ja von Orkan Ashir gefangen gehalten wird und benutzt wird, um die anderen Zirkelmagier unter seine Kontrolle zu bringen. Aber es ist, ich finde, es ist sehr beängstigend, daran zu denken, dass wir jetzt tatsächlich gegen den ganzen Zirkel kämpfen sollen. Ich meine, klar, laut Beschreibung ist der Zirkel, hat der Zirkel nicht seine ganze Kraft. Das heißt, nicht, er ist nicht so mächtig wie damals zu Zeiten der Konvokation. Und da haben sie ja wirklich ganz Eo zerfetzt. Sofort. Schnell. Aber es ist trotzdem heftig. Als ich Spellforce Shadow of the Phoenix zum ersten Mal gespielt habe, fand ich persönlich es sehr interessant zu sehen, wer die Zirkelmagier überhaupt sind. Weil man ja gar nicht alle kennt namentlich. Man kennt Rowan, man kennt Orkan, man kennt Dura. Ja, und da hört es doch im Grunde schon auf, oder nicht? Dann lernte man, wenn man WoW... Wenn man WoW angefangen hat, also mit dem WoW-Avatar, dann lernte man noch Wraith Skadar kennen, einen Dunkelelf. Der auch damals ein Zirkelmagier war. Aber mehr weiß man auch nicht. Auf mein Kommando, vorwärts! Vorwärts! Und die Musik wird endlich etwas friedlicher. Schnell. Schön. Was willst du denn jetzt machen? Wo willst du hin? Oh ja, da sehen wir es. Da sehen wir die Blockade. Oh, jede Menge. Priester und Templer. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Schön, dass du noch was für uns bereitgehalten hast, Uram. Der Schattenkrieger hat überlebt. Dragoran leider nicht. Da habe ich echt gepatzt. Ich meine, ich hätte ihn gerne behalten. Aber es hat dann irgendwie doch nicht funktioniert. Nein, Moment. Da müssen wir gerade mal ein paar Veteranen bauen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dieser Typ in eine falsche Richtung läuft, oder? Auf mein Kommando. Für die Rune. Auf mein Zeichen. Folgt mir. Schnell. Mach mich nicht wütend, Typ. Können wir die auch nachziehen? Das wird nicht ohne. Verschwindet! Darf ich töten? Was denn? Klang wieder zu mir! Darf ich töten? Mir aus! Interessant wird jetzt auch, welche Gegner uns dann in im Knochentempel erwarten. Die Schar dürften damit vernichtet sein. Bleiben also noch die Eisernen. Hoffentlich keine Nachtmagen. Bleiben also die Eisernen und... Untote, wahrscheinlich. Verschwindet! Vorwärts! In Deckung! Wo ist meine Kohle? Tot den Feinden! Wo kommen die her? Auf mein Kommando! Tot den Feinden! Sie sind überall! Die meinen es ernst! Warum sterben die nicht? Weil da dieser scheiß Priester ist?
sollen weggehen! Was wollen die? Auf mein Zeichen! Nein, wandelnde Festung, nein, gerade du darfst nicht sterben. Auf mein Zeichen! Ohne dich ist diese ganze Operation nicht mehr möglich. So sterbe ich. Für die Freiheit. Was ist passiert? Hier. Schnell. Wo wollen die denn jetzt hin? Achso. Da habe ich auf eine falsche Taste gedrückt. Jungs, ich gebe das in eure Hände. Auf mein Zeichen. Schnell. Warum machen die denn nichts? Zu euren Diensten. Was ist passiert? Die meinen es ernst. Stehen hier echt dämlich. Sofort. Nicht zurückweichen. Auf mein Kommando. Geht doch. So, und jetzt hier lang. Sofort. Bitte. Mir nach. Und dabei los. Etwas beeilen. Hinterkommen. Okay, drei Veteranen gewinnen Krieg. Also gegen. Was liegt an? Tue wie bevor für den Clan. Wo sind die einen Schartempler. Und das war jetzt nicht unbedingt so offensichtlich, denn. Der Schartempler ist Stufe 42. Und die Veteranen ist Stufe 29. Wie haben sie es also geschafft? Mit simpler Mathematik kommt man da nicht weiter. Die meinen es ernst. Mein Kommando. Die meinen es ernst. Wo ist meine Keule? Folgt mir. Ich bin es überdrüssig, diese Frage zu beantworten. Das dürft ihr mittlerweile ja aber auch wissen. Was ist? Hierhin. Alles, was ich jetzt noch an Einheiten habe. Jawohl. Und erübrigen kann. Auf mein Zeichen, vorwärts. Kommt unbedingt zur Blockade. Stehe bereit. Wird sofort ausgeführt. Wo kommen die her? Die bringt der Storch, mein Freund. Wo ist meine Keule? Geht's los? Zu euren Dienst, klar. Wo kommen die her? Die Rune befiehlt. Lockt sie lieber etwas. Ach, da ist der Schark. Auf meinem Befehl. Folgt mir. Bringen wir es zu Ende. Die meinen es ernst. Vorsicht, nicht zu nah dran. 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 Alles klar. Greift sie an. Bereit. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Sie sind überall. Meine Keule. Wo kommen die her? Zum Befehl, was ist das wieder für eine dumme Kacke hier? Ich hasse sowas. Ja, los, halt es auf. Was ist passiert? Auf mein Kommando die Runde. Geschafft. Unglaublich. Was wollen Sie? Hier. Tatsächlich geschafft. Schnell. Endlich. Jetzt bleibt nur noch diese Blockade. Einigermaßen angsteinflößend.
Aber wenn ich bedenke, wie viele Schar ich auf dieser Karte schon mittlerweile getötet haben müsste. Das ist eine wirklich erbärmliche Anzahl von Feinden, die ich überrennen werde. Mit meinem bloßen Zorn. Was? Ja, mit meinem bloßen Zorn. Was denn? Du wirst es nie verstehen. So. Gibt es noch irgendwas, was ich anziehen? Ach ja, genau, ich könnte diese austauschen. Bringt uns noch ein bisschen mehr Mana. Erhöht außerdem die Geschwindigkeit, in der wir unsere Zauber wirken, um 15%. Ansonsten konnte man, glaube ich, nichts Neues mehr nehmen. Den Herzfinder, da haben wir schon das so ziemlich Beste. Und hier gibt es auch erstmal nichts Besseres. Das war der Schattenpanzer. Tanaras Meisterstück haben wir schon an. Das Einzige, was man vielleicht verbessern könnte, wären Ringe. Der Ring der Wächter ist minimal besser. So. Ja, folgt mir. Einmal hier lang, meine Schnell. Freunde. Die Blockade wird fallen. Oh, wer hat sich da dann noch versteckt? Ach, so ein Blutaffe. Nein, Seelenschmiede. The fuck. Ja, ja, ja. Bump lieber kämpfen. Solange die nicht in den Kampf hier eingreifen. Wir haben ja gesehen, dass die relativ schnell relativ viele eiserne Diener spawnen, die auch relativ ja. stark sind. Folgt mir.